Gucken wir mal, ob wir beim Magier noch Wie mehr kann ich dafür helfen? kriegen, Vorwärts! wenn überhaupt. Vorwärts! Der ist ja gleich hier oben. Wenn nicht, hätte ich gerne die Robe, die der hat. Gewiss. In Ordnung. So. Ja, genau, Ogi Lux große Robe. Die ist nämlich sehr, sehr gut. Ja, guckt, der würde 22.000, aber man kann sie ihm leider nicht verkaufen, den Stab. So, das ist jetzt. Auch einiges cooler aus. Ich werde Dein tun, was Befehl ich kann. sofort. So, die Nekromantierrobe will er leider auch nicht haben. Ganz ehrlich, den Stab des Arsenals, den brauchen wir nicht. Ich benutze ihn nicht, den können wir ihm verkaufen. Oh, und wenn wir dabei sind, wobei die Ja, es Schriftrollenbehälter. soll geschehen. Schutz, Schutz, Schutz. Schädelfalle, normale Geschosse, Monster. Schutz vor Kälte, schwere Wunden. Brennendes Blut ist eigentlich nett. Hyremalision, auch geheimes Wort. Eigentlich alles. Oh ja, die beiden Nachrichten. Mal gucken, ob wir die noch verkaufen können. Wir behalten Sagt, mal was in die Ordnung. Schriftrollen. Es soll geschehen. In Ordnung. Wer hatte dann den nimmervollen Beutel? War das Oswald? Oder der Weiter. Schmied? Weil du hattest den, glaube ich, nicht. Nein. Oh, und die Nekromantierrobe kaufst du auch nicht. Du kaufst nur das Ding. Okay. Karawanenvertrag willst du nicht. Die beiden Nachrichten willst du auch nicht. Schade. Wie kann in Ordnung? Es soll geschehen. Gucke jetzt sicherheitshalber nochmal beim Magier. Ah ja, das wird jetzt vorerst das letzte Mal sein, dass wir in Kuldahar sind. Sofort. Können wir wenigstens die eine Schriftrolle, Sofort. also die eine Nachricht verkaufen. Das sind Zauber. Ach, da ist er ja, der nimmervolle Beutel, den hätten wir gerne. Und dir verkaufen wir Krillax Nachricht. So. So, den nimmervollen Beutel können wir jetzt erstmal Zeug reinstecken. Was wir einfach so mal als Andenken behalten wollten. So, dann gucken wir noch, wo wir die Magierrobe loswerden. Und ja, alles, was wir in den Beutel stecken, verliert an Gewicht. Für unser restliches Dein Geld noch sofort. was Interessantes beim Schmied kriegen. In Ordnung. Vor allem, ob wir die Nekromantierrobe loswerden.
Und ja, dann heißt es, den Würmzahngletscher untersuchen und befrieden. Erst, wie gesagt, im Museumskeller und dann das eigentliche Museum. Ich glaube, damit wäre der Würmzahnglitscher auch schon abgeschlossen. Da gab es, glaube ich, nicht viel, nur viel garstiges Zeug. Also noch garstiger als die ganzen Trolle und die... Yetis. In Ordnung. So. Die können wir hier verkaufen. Kaufst du uns vielleicht noch die Schriftrolle hier ab? Nein. Ah, ich wollte ja noch gucken, was du so hast. Langbogen, Kurzbogen, Gedönse, Katana, Abwehrarmbänder, Plattenpanzer bringt uns leider nichts. Brauchen wir irgendeine Waffe? Radieschen wäre halt noch toll gewesen. Für sie hier. Aber ja. Glücksbringende Krummsäbel. Nee, Schweinsauge waren Zweihänder, gell? Nein, ist Kurzschwert, okay. Großer Langbogen, Yeti-Pelze brauchen wir alles nicht. Höhlenpick ist ein Hammer. Nee. Böser Spinnenzermalmer des Todes. Ende des Pikenmannes. Waren zwei Hände. Klinge des Beil ist ein Langschwert. Langschwert des Mirloch Tars. Sagenkunde, okay. Einsamer Weg ist nur eine Axt, eine zweihändige Axt. Speer aus weißem Eschenholz. Der gebende Stern, der Riesenmörder. Oh, was für eine Schleuder trägst du? Adlays Schleuder. Okay, was macht ja, der Riesenmörder nochmal? Es soll geschehen. Gut, den hätten wir jetzt schon längst gebraucht. Gegen die Ettins wäre der nicht schlecht gewesen. Da. Ist nur eine plus 1er und gegen Riesen eine plus 4er. Also Ettins sollten damit reinzählen. Gut, wir haben jetzt alles gelehrt. Ja. Die Leute tragen auch gerade nichts Unnötiges mehr. Das heißt, wir können jetzt eine Nacht friedlich schlafen. In Ordnung. Einverstanden. So. Also zurück zur Würmzahn. Gewiss. Die Tür dürfte... Ich höre. Lass uns eine Weile rasten. Wunsch ist. Ja, der Mechanismus verfügt nicht über ein herkömmliches Schloss und könnte gegen einfache Zauber geschützt sein. Wie kann ich sein. In Ordnung? Also dafür brauchen wir definitiv erst den Schlüssel. Und dass er jetzt 1899er Stärke hat,
Gott ist der gebuffte unser Libertari und der alte Vorwärts. Alte Mann. Aber die Investition war es definitiv wert. Und das Gute ist, hier im Würmzahn sollten die Gegner auch nicht respawnen. Also es gibt, glaube ich, wenige Gebiete, wo Gegner wirklich hart respawnen können. Das ist einmal die Eingangshöhle zu Dorntief mit den Etins und den Mykolyden. Und zum anderen der Friedhof, also das Tal der Schatten. Und ich glaube, das Kuldahar-Tal, da könnten auch Gegner respawnen. Weiter! Okay. Okay, die Tour ist wieder, verschlossen. Ist das alles? Können wir die knacken? Nein. Das wird wahrscheinlich die Tür nach hinten Befehl. Raus sein. Gut, wir sehen in dem Zimmer Licht. Vorwärts. Das heißt, wir gehen in das Zimmer, wo dunkel ist. Hier sind Menschen. Gewiss. Dieser zentrale Ort scheint früher als Treffpunkt gedient zu haben. Die Möbel sind zwar noch gut erhalten, fühlen sich aber etwas kalt an. In diesem Regal stehen hunderte von Büchern. Die meisten davon sehen so vermodert aus, als würden sie jeden Moment zu Staub zerfallen. Ja, Sklaven. Dieser Schreibtisch ist mit Büchern und anderen kleinen Gegenständen übersät. Es wurden kleine Kerzen angezündet und eine Ecke des Tisches aufgestellt. Offensichtlich arbeitet hier jemand. Ja. Nachricht an Kerisch. Nachricht an Kerisch. Kerisch, Craig Frostbart ist tot, was nicht dein Verdienst ist, und ich habe sein Amt und Abzeichen übernommen. Ich, Joril Frostbart, bin nun einer der 6 vom Meister ausgewählt. Werden meine Pläne erst einmal Früchte tragen, werde ich Zugang zum Meister selbst haben. Du wirst gut daran tun, dich von heute an daran zu erinnern, Wurm. Wisse auch, dass meine mangelnde Unterstützung nicht ungemerkt deine mangelnde Unterstützung nicht ungemerkt geblieben ist. Nur weil du dem Meister noch nichts erzählt hast, bist du noch am Leben. Wenn die Zeit reif ist, werde ich dem Meister wissen lassen, dass ich den Thron meines Vaters übernommen habe. Bis dahin wirst du schweigen oder sterben. Diese Mauer, hinter denen du dich versteckst, werden dich nicht vor meinem Zorn schützen. Verrate mich und ich werde sie über dir zusammenbrechen lassen und dich töten. Joril. Okay, eine Notiz. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich... Es soll geschehen. Dein Befehl, vorwärts. Wir brauchen dringend Hilfe. Wenn ihr uns helfen könnt, sprich mit Gareth. Okay, Gareth ist ja dahin. Wer ist da? Der Typ in der Ecke, ist das ein Händler? Sof. Gucken wir mal. Mein Name ist Sof. Kann ich euch irgendwie helfen? Darf ich euch einige Fragen stellen? Gewiss, was würdet ihr wissen? Wer seid ihr nochmal? Ich heiße Sof, kein Nachname, einfach Sof. Warum? Das ist ein Brauch meines Volkes. Ein Mann muss sich seinen Nachnamen verdienen. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Ich habe mir meinen Namen noch nicht verdient. Interessanter Brauch, wo kommt ihr her? Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Orkney. Orkney liegt am anderen Ende des Gebirges, das Grat der Welt heißt. Mein Dorf ist ziemlich klein. Ich glaube nicht, dass es auf einer Karte zu finden ist. Ich möchte euch noch etwas fragen. Was macht ihr hier? Naja, ich halte mich gerne ein bisschen für einen Gelehrten. Ich versuche, ein paar von diesen Büchern zu lesen, etwas über diesen Ort zu erfahren. Seid ihr schon fündig geworden? Ja, es ist schwer zu verstehen, aber ich habe mir ein paar Sachen zusammengereimt. Was habt ihr erfahren? Dieser ganze Komplex scheint ein Tempel zu sein. Er ist Druckmachen Leuchtmantel geweiht. Der Name ist mir nicht bekannt. Wer ist das? Soweit ich verstanden habe, ist er der Zwergengott der Gelehrten. Der Erfinder und der Forscher. Er ist nicht sehr bekannt und wird von anderen Göttern zum Teil argwöhnisch betrachtet. Sie finden ihn etwas wunderlich, könnte man sagen. Jedenfalls war Druckmachen der Ansicht, dass die Zwerge ausziehen und die Welt mehr erforschen sollten.
Tagebuch aktualisiert. Wir haben uns mit einem Gelehrten namens Soff unterhalten. Er erklärte uns, dass die Würmzahngebäude einen Tempelkomplex bilden, der Drukmaren Leuchtmantel dem Zwerngott der Gelehrten und Forscher geweiht ist.